Wir haben Sommer. Heute ist der 29. Oktober, ein Samstag. Und wie man vielleicht hören kann, auch so ein bisschen nasal klinge ich noch. Ich bin immer noch zu Hause, bin immer noch krank. Wir haben jetzt gute 2 Wochen, ne? Gute 2 Wochen zu Hause verbracht. Die erste Woche ist, keine Ahnung, völlig im Delirium versunken. Ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, so richtig. Jeder hat in seinem Bett gelegen und Schlafen. geschlafen. Ja, und seit 2 Wochen kämpfen wir quasi noch damit, obwohl jetzt wird es besser. Susi hat gestern noch mal einen Tag gehabt, wo es nicht so gut ging. Ich bin seit 3, 4 Tagen schon auf jeden Fall auf einem aufsteigenden Ast, sage ich mal. Uns geht es deutlich besser jetzt, also mir. Oh, den hat er nicht, oder? Okay. Im Flug gefangen. Goodbye. Und dann im Laufen verloren. Ey, ich hab hier. Ach so, ja, stimmt. Sag mal, ich kenne ja nicht so alle deine Vorlieben so. Wir kennen uns ja noch nicht so lange. Aber stehst du drauf, dass sich der Blitz beim Kacken trifft? Wieso? Du hast keine Socken an. Es ist Sommer. Es ist Sommer. Ich sage ihr immer, sie soll Socken anziehen, wenn sie rausgeht. Aber heute ist es genehmigt. Heute ist wirklich fast schon T-Shirt-Wetter. Also wir haben jetzt, glaube Nur ich, 14 Grad, aber es ja, ist jetzt sind so es, glaube ich, schon warm 11, 12 Grad für jetzt. Sonne. Es ist super windstill, was sehr selten ist bei uns. Naja. Auf jeden Fall habe ich am Freitag gestern, habe ich meinen Dispatch nochmal geschrieben, dass ich noch nicht bereit bin. Ich will halt wirklich erst raus, wenn es mir wirklich richtig gut geht. Nicht auszudenken, was da passiert wäre, wenn mir das am Truck passiert wäre, das Ganze. Da hätte ich jetzt richtig Spaß gehabt, 2 Wochen lang im Truck. So war das schon ganz gut, dass ich zu Hause sein konnte. Ja, und jetzt genießen wir halt wirklich die letzten Sommertage. Montag, Dienstag sollen nochmal 14 Grad werden. 16. 16, Entschuldigung. Heute sollen es 14 werden. Und dann ab Donnerstag, Freitag soll aber dann endlich der Winter kommen. Naja, so viel dazu. Also wir sind noch nicht hundertprozentig gesund, aber wir sind auf bestem Wege. Und wir werden jetzt heute mal ein bisschen hier klar Schiff machen. Wir werden wahrscheinlich hier die Tür zumachen. Also ich hatte die Idee, dass man die einfach nur zuschraubt, zunagelt mit einer Wand. Weil im Winter, wenn da draußen Schnee liegt, muss man sowieso nicht raus. Und je dichter man das kriegt, desto besser ist es für hier drin. Aber wahrscheinlich hier einfach so ein Brett vornageln. Und ich muss immer noch die Schaltung woanders hinbauen, habe ich noch nicht gemacht. Naja, und so Kleinigkeiten. Unser Septic Field endlich mal mit Stroh abdecken und so. Das werden wir mal machen heute. Ne? Ja. Ist ein Chaot. Das Beste ist ja eigentlich heute, es ist windstill. Wir haben halt hier fast immer Wind. Wenn es nur ein bisschen ist. Leider aber auch oftmals ein bisschen mehr. Oh, jetzt sind die Hühner hier. Toll. So haben wir ja jetzt nicht gewettet. Susi möchte jetzt noch mal Rasen mähen. Jetzt muss aber erstmal das Auto raus. Wir haben ja sonst nichts zu tun.
Winterreifen muss ich auch aufziehen auf den Tacho. Der Weiße hat schon. Ist irgendwie so surreal, dass man hier an Winterreifen denkt und Septic Field abdecken, damit es nicht einfriert. Wir haben hier gute zweistellige Plusgrade. Du bist auch bald wieder fällig. Ich freue mich schon fast ein bisschen drauf. Du hast die Reparatur von früher mit dem Reifenspray hat einwandfrei gehalten. Ich brauche das ganze Jahr über keine Luft nachpumpen. So viel dazu. Düdüm. Wir sind fleißig. Wir sind fleißig. Heute ist der 30. 14 Grad. Heute leider windig. Gestern war super windstill. Und wir müssen ja mal was tun. 2 Wochen lang auf der Vollnaut gelegen. Ich habe gestern Rasen gemäht. Habe im Hühnerstall ein paar Sachen gemacht. Susi hat sich ums Haus gekümmert. Heute macht Susi den Rest vom Rasen hier vorne. Ich mache weiter am Hühnerstall. Dann werden wir noch das Stroh verlegen auf dem Septic Field. Heute ist es soweit. Und vielleicht die Gartenmöbel oder die Terrassenmöbel auf den Pickup stellen. Feine Dame. Ja, die Terrassenmöbel auf dem Pickup. Dann kommt der Pickup dahinter in die Garage. Und dann kann der Winter kommen. Ob ich hier sage, dass sie den Sack verloren hat? Merkt sie vielleicht selber irgendwann? Naja. Und hier sieht es so aus. Da dröhnt die Musik. La la la. Eigentlich bin ich auch gar nicht fit genug für sowas, aber das interessiert ja den Winter nicht. So, hier baue ich jetzt die Wand ein. Hat man ja gesagt, dass das zugemacht wird im Winter. Dann habe ich hier gestern noch ein paar Abdichtarbeiten gemacht. Da oben war noch ein großes Loch, wo mal Spatzen reingeflogen sind.
Die setzen sich dann immer schön hier drauf und kacken dann hier runter. Kacken den Hühnern ins Essen und ins Trinken. Und ist ja auch nicht so schön. Hier überall. Ja. Und dann war hier hinten waren noch ein paar Löcher, die habe ich noch zugemacht. Naja. Es ist ein Hühnerstall. Ich habe nie behauptet, dass ich Dachdecker oder Tischler bin oder sonst irgendwas. Achso, und dann habe ich noch hier, genau, habe ich die ganze Schaltung hier mal in diesen Kasten verbannt. Hab das mal über Nacht gelaufen lassen, gucken, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich diese Schaltung in die Garage reinbringe und das Kabel hier verlängert zu dem Motor und einfach nur das Kabel in die Garage lege, damit es nicht so kalt ist im Winter. Oder ob ich das Teil in den Hühnerstall einbaue. Weil das Ding ist ganz schön warm tagsüber. Wenn das Relais an ist, da läuft halt immer ein bisschen Bums drüber. Und wenn da immer was, wenn da immer Strom anliegt, ist das immer ein bisschen warm. Also jetzt tagsüber waren das bis zu 24 Grad hier drin, ne? Wenn es draußen 14 sind. Könnte man das natürlich schön in den Hühnerstall einbauen. Mal gleich noch eine Heizung mit drin. Ja. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, die Ding funktioniert einwandfrei, hat den ganzen Sommer über super funktioniert. Ich hoffe, dass das Teil im Winter auch durchhält. Ich habe ein bisschen Angst, dass das Ding irgendwann einfriert und nicht mehr will. Aber das werden wir dann sehen. Dann kann man das immer noch aushebeln und manuell wieder bedienen. So wie vorher. Aber das ist erstmal so die Idee. So, und jetzt bin ich hier, wie gesagt, mit der Wand beschäftigt. Und zack, Mauer, zu, Wand, fertig. Ich habe mich dann doch dagegen entschieden, ein Scharnier oder eine Tür zu machen. Ich hatte kurz überlegt, aber die Form ist halt so blöd hier durch diese Steine, hier so ein paar Ausschnitte und so. Wenn man hier eine Tür machen wollen würde, dann müsste man ja hier aufpassen, dass es dann hier noch vorbeigeht. Ach, das war mir dann zu viel Aufwand. So baue ich halt immer, ohne Plan, einfach drauf los und gucken, wie es wird. Aber ich denke, das ist ganz okay. Wenn wir ein bisschen Erde davor machen, dass unten dieser Spalt richtig zu ist. Und dann sollte das auch für den Winter ausreichend geschützt sein. Da ist der Sommerrand jetzt geschlossen. Der Sommergarten. Und da hinten sitzt meine Frau, faul auf dem Rasen. Nein. Er hat gerade Rasen gemäht und hat schon angefangen, Stroh zu verlegen. Dann werde ich ihm mal helfen. Sieht etwas hilflos aus. Ja, finde ich ganz gut. Ich denke mal, das ist für den Winterrand auf jeden Fall ausreichend. Das ist alles Zeug, das muss noch weg. Das habe ich jetzt erstmal nur vom Sommerrand hier reingeschmissen. Dann kriegt das Wasser noch einen vernünftigen Platz irgendwo. Das ist ja das heizbare Wasser. Müssen wir hier noch ordentlich das Stromkabel verlegen. Ich denke mal, da werden wir das hinmachen. Oder hier, keine Ahnung. Ja, das ist dann der neue Winterrand. Ich denke, halbwegs dicht und genügend Auslauf für den Winter. Letzten Winter war ja mindestens die Hälfte hier immer mit Schnee zu, da konnten sie ja nirgends so richtig hin. Ich hoffe ein bisschen, dass es besser wird dieses Jahr. Da unten muss ich noch ein bisschen Folie festmachen. Das sehe ich gerade so. Aber das mache ich dann von außen mit Leisten. Na gut. Das tut sie natürlich wieder so, als ob sie nichts mitbekommt. Anne, die hat ja ihre Kopfhörer auf, die hört wieder Musik. Das finde ich immer toll, wenn sie Rasen mäht, hört sie mal Musik. Muss man ihr mal in den Weg springen, damit man ihre Aufmerksamkeit bekommt. Und jetzt hat sie mich doch vorher gesehen, verdammt. So, wo ist der Ausknopf? Wie war das nochmal? Diese faulen Saisonarbeiter, zu nichts zu gebrauchen hier. Das stimmt gar nicht. Genießt du die Aussicht? Mm. Puh, so viel Verschwendung. Einmal Tarp aufgerollt und einmal Septicfield abgedeckt. Ja, bin ich ja gespannt, ob das wieder reicht für dieses Jahr. Puh. Ich glaube, ich muss mich nochmal bedanken für diejenigen, die uns damals die Frisbee-Scheiben und diesen Wurfball geschenkt haben von ihrem Hund damals.
Das ist Sams liebstes Spielzeug. Die Frisbee-Scheibe und der Wurfball, da kommt der überhaupt nicht klar drauf. Liebt er wie sonst was. Good boy. Und dann bringt er den auch mal so fein zurück. Ah! Hui! Durch den Baum durch. Good boy. Und Schugi frisst die ganze Hühnerkacke vom Boden auf. Alles beim Alten. Oh, ich kannst du doch nicht sagen. Die Kamera läuft, sowas sagt man doch nicht. Ja, ist aber so. Hühnerkackefresser. So, Feierabend. Ich wollte euch kurz noch mal zeigen, was wir geschafft haben. Lass mal noch mal offen. Ja, hier. Richtig schicke Folie. Richtig schicke Folie. Richtig schicke Folie. Das ist halt hier mittlerweile auch wieder, da habe ich nicht alle beschwert. Es ist jetzt, sagt man, gegnersicher und wintersicher. Hier haben wir noch mal einen kleinen Dachboden eingebaut. Da sind dann die Säcke mit dem Laub. Hast du dann Gesundheit? Dachboden, glückliche Hühner. Und hier habe ich noch ein bisschen sowas gebaut, so sie ihr Zeugs hier hinhängen kann. Und das ist eine halbwegs windgeschützte Tür. Hör auf, diese Beeren zu fressen. Keiner weiß, ob die gut sind. Doch, ich weiß das. Die sind voll lecker. Schmecken fast so gut wie Hühnerkacke. Er hat Spaß. Du hast auch Spaß, ne? Jetzt gibt's was zu essen. Ja, jetzt gibt's was zu essen. Sugar! Eine Stunde zu spät Abendessen. Das, die Hunde, das überleben. Sam, komm! Komm rein! Fress ihn machen! Wenn er noch nicht rein will, dann bleibt er einfach da stehen und guckt so lange, bis man weiterspielt. Sam, komm, fress ihn machen! Komm her! Good boy! Oh Mann, ich will immer weiterspielen. Los, geh rein. Sugar! Sugar, los. Wie so ein Kindergarten hier. Aus.